Wenn zur Seniorenweihnachtsfeier in Herzberg gerufen wird, dann kommen viele, sehr viele. Die große Elsterlandhalle reicht gerade aus. An hübsch gedeckten Tischen nehmen die besonders schick gemachten Damen und Herren Platz und lassen sich natürlich gern vom Bürgermeister Michael Oeknig begrüßen. In seine herzlichen Worte bindet das Stadtoberhaupt einen allseits interessierenden Rückblick auf das Jahr ein. Ein Jahr hinter uns gebracht. Wir sind ja nun in der Adventszeit, gestern das erste Kerzlein angezündet, wo man innehält und doch mal zurückschaut, was haben wir in diesem Jahr alles geschafft, was haben wir erlebt, was haben wir erlitten, was hat uns geärgert und was hat uns gefreut. Insgesamt betrachtet können wir in Herzberg im Vergleich zu vielen, vielen anderen aus politischer und finanzieller Sicht erstmal zufrieden sein, denn wir haben als eine der wenigen Städte hier im Süden Brandenburgs den Haushalt ausgleichen können. Und dennoch blicken wir voraus, dann wird es im nächsten Jahr, weiß Gott, nicht einfacher, sondern viel, viel schwerer. In den Medien wurde vor einigen Wochen berichtet, dass die Gewerbesteuereinnahmen so gut waren wie noch nie. Daraufhin bin ich zum Kämmerer gegangen und habe gesagt, du, zeig mir doch mal, was hat sich denn bei uns zum Positiven verändert? Ja, da hat er die Zahlen nochmal überprüft und hat gesagt, Chef, ich muss dich enttäuschen. Wir haben sogar 200.000 Euro weniger an anteiliger Einkommensteuer. Geld, was uns fehlt für Straßenbau, für Spielplatzbau, für die Unterhaltung von Kindergärten und Schulen und vielen anderen Dingen. Also müssen wir wieder neu rechnen. Bei Kaffee, reichlich Stolle und Kuchen lassen sich die Probleme, die bei so manchem der Altersalltag so mit sich bringt, einfach mal für einige Zeit beiseite schieben. Für beste Unterhaltung sorgt es schließlich das Duo Thomasius. Mal ein wenig melancholisch, wie Weihnachtslieder oft sind, zumeist aber beschwingt und rhythmisch. Eine großartige Weihnachtsfeier für die ältere Generation. Sie haben sich das auch verdient.